Tipp-Tutorial vom Zitat zur Literatur. Sie haben im Literaturverzeichnis eines Zeitschriftenartikels oder eines Buches passende Literaturhinweise zu Ihrem Thema gefunden und möchten wissen, ob diese Literatur in der Tipp vorhanden ist. Da es im Tippbestand des Portals nur Standortnachweise für selbstständig erschienene Veröffentlichungen gibt, müssen Sie zunächst die für eine Recherche relevanten Bestandteile in Ihrer Literaturangabe herausfinden. Bei unserem ersten Beispiel handelt es sich um ein Buch oder eine sogenannte Monographie. Das erkennen Sie daran, dass hier lediglich Autor, Titel, Erscheinungsort, Verlag und Jahr angegeben sind. Diese selbstständig erschienene Veröffentlichung können Sie im Bibliotheksbestand des Tipp-Portals zum Beispiel über den Nachnamen des Autors und zwei Begriffen aus dem Titel suchen. Bei der zweiten Literaturangabe handelt es sich um einen Beitrag aus einem Sammelwerk. Sie erkennen es daran, dass sowohl der Titel des einzelnen Beitrags wie auch der Titel des Sammelwerks und die Seitenzahlen des Beitrags genannt werden. Den für die Suche im Tipp-Portal relevanten Titel des Sammelwerkes, also die selbstständige Veröffentlichung, erkennen Sie in der Regel an der Einleitung in. Suchen Sie also im Bibliotheksbestand des Tipp-Portals in diesem Fall nach dem Titel Denkmalpflege und dem Nachnamen des Herausgebers Hubel. Über Zugriff Campus LUH erfahren Sie dann den Standort des Werkes. Bei unserem dritten Literaturhinweis handelt es sich um einen Zeitschriftenaufsatz. Hier werden zusätzlich zu Autor und Titel des Aufsatzes und dem Zeitschriftentitel je nach Erscheinungsweise der Zeitschrift noch Band- und Heftnummer, das Jahr und die Seitenzahlen zum Auffinden des Aufsatzes angegeben. Für die Suche im Tipp-Portal benötigen Sie lediglich den Titel der Zeitschrift. Dieser wird auch hier meistens mit in eingeleitet oder auch kursiv gedruckt. Hier suchen Sie die Zeitschrift Die Denkmalpflege im Bibliotheksbestand des Tipp-Portals. Bei Printzeitschriften bestellen Sie den aufgeführten Jahrgang über Zugriff Campus LUH in der Bandliste.